Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Pixelmon Dracanto. Ja, direkt wieder in die Welt reingegangen, landet noch ein bisschen, aber ja, Dankeschön, dass das Projekt jetzt ein bisschen besser ankommt. Es hat ja ein bisschen gelitten darunter, dass ich halt einfach auch nicht so viel Lust hatte auf andere Projekte und ja. Ist einfach auch wegen der besseren Aufnahmegrafik, also einfach die Latenz wieder hochstellen konnte. Ja, schauen die Leute wieder mehr zu. Das sieht man schon wirklich, dass die Leute, die Zuschauer, auch gute Optik brauchen. Ist ja klar, man will ja nicht unbedingt immer so ein bisschen, ja, Brei haben. Ja, Brei haben nochmal. So, und mir macht es übrigens immer noch mega viel Spaß, das Projekt zu machen, aber ich habe mich schon ein bisschen gefragt, ja, wie lange soll ich das machen, wenn niemand mehr zuschaut, aber es haben eigentlich immer recht gut viele noch zugeschaut. So dass ich sagen konnte, ja, ich mache das natürlich klar weiter. Aber diese Sache, ja, stört mich als kleiner YouTuber ja eigentlich gar nicht so richtig. Man hat nicht immer das, was man eigentlich erwartet, oder? Läuft manchmal schief, manchmal läuft's gut. Jetzt zum Beispiel, dass ich wieder Last Epoch gestartet habe, also weitergemacht habe, das Projekt. Ist natürlich wieder gut für mich, oder? Also mehr Zuschauer, mehr Interesse und so weiter. Aber ja, andere Projekte profitieren ja natürlich nicht so viel davon. Und deshalb bin ich immer froh, wenn ich da noch ein bisschen Pixelmon aufnehmen kann. Und merke, ja doch, es interessiert doch noch jemand. Also es interessiert schon noch ein bisschen mehr, als ich denke manchmal. Ja, und deshalb bin ich jetzt auch so motiviert, jetzt wirklich auch jeden Tag immer noch eine Folge zu bringen. Oder sogar zwei zu machen, sogar Livestreams dann mal zu machen. Aber das ist jetzt momentan gerade noch nicht so gut möglich. Ja. Werden wir dann sehen. Bald ist es vielleicht soweit, dass ich dann livestreame. Und dann auch mit Spaß und alles Mögliche. Mal gucken dann. So, wir schauen uns noch ein bisschen hier um in der Gegend. Wäre eigentlich immer gleichen Sache. Wilde Minze, doch gerne mal mit. Und da vorne ist eine Ruine. Deshalb hat es vielleicht auch ein bisschen geleckt am Anfang. Ein bisschen stärker geleckt. Diese Ruinen sind sehr performance-lastig. Weil dort sind Spawner und die müssen Pixelmon spawnen. Und das ist nicht immer so praktisch für Java. Aber werden wir mal sehen. Ich glaube schon, dass die offen sind, die Spawner. Was für Pokémon denn hier sind. Eine Ruine für den Drago. Ah, die Laterne. So, hier kommt man her. Gut. Wir zum Beispiel Eier, Schlangenwurzel. Ah, die können angreifen. Da haben wir natürlich keine Chance, Flucht. Die können uns angreifen. Okay, und da drin ist das Spawner. Ja. Okay. Ja, ich bin nicht OP. Kann man nicht mehr weiter hoch? Müssen wir uns halt manuell hochfahren. Ah. Das ist mal wieder eine Ruine, wo man echt Schwierigkeiten hat. Einfach mal hochzukommen. Ja, ist gut. Bürte. Nein, man kann keine Bürte auferlegen.
Ist denn nichts? Kein Item? Nix? Finde ich schade. Okay, Labra mit durch den Boden. Ah doch. Luftbrief. Wow! Das hat sich gelohnt. Ist irgendwo Wasser? Nein, nicht. Oh, ich dachte schon, ich würde verletzt sein, weil das Wasser nicht so tief ist, aber es ist klar. Wasser schützt immer 100% vor Fallschaden. Muss man nur erst darauf kommen. So. Ja, viel zu viele Items. Wie immer. Gut. Dann nehmen wir noch ein paar Sachen mit und gehen dann wieder zurück. So schöne Pflanzen hier überall sind. Ah ja, die wollte ich ja mitnehmen. Ich nehme nur einen mit und pflanze den gleich mal an, wenn er ein neuer ist. Ich glaube eher, der war dunkler, glaube ich, den wir haben. Ich weiß es nicht. Fragt sich. Ja, und leider kein Pokémon mehr. Neues Käfer-Pokémon. Finde ich ein bisschen schade. Das sind doch mal viele Büsche, die muss ich alle mit. So. Ja, das ist halt immer so Crap, also ich möchte schon irgendwas. Italienischer Oak. Ja, das können wir aber. Ich möchte schon natürlich eher Sachen mitnehmen, die. Oh, das war nett. Okay, gut. Die wichtige sind, nur jetzt haben wir einfach das Inventar auch frei. Und wir haben Zeit, oder? Wir sind ja am Erkunden, da können wir auch ein bisschen Zeit investieren. Also dort ist. Nein, das ist eine Plattform, also. Okay. Ich dachte, dort sei noch ein Gebäude. Aber ich sehe es nicht. Also hier unbedingt eine Stadt bauen. So, wir müssen alles dann mal noch aufforsten. Ich glaube, das geht mit Knochenmehl, dass die Pflanzen wieder auftauen. Ja, dann nehmen wir noch das hier. So, jetzt möchte ich aber nicht weiter. Ja, gut. Weiterlaufen. Wir machen hier mal Wegpunkt einfach. Und das in grün. Und dann gehen wir wieder zurück. Haus. So, mal schauen, wie es dort ausschaut. Schon lange nicht mehr gewesen. Ja, können gleich mal kurz übernachten. Auch wenn es, glaube ich, wieder morgen wird schon. So, und ja, jetzt unbedingt ein paar Items mal reinlegen. Ja, wenn man nur könnte, irgendwas reinlegen. Wir brauchen eine zweite Blumenkiste. Machen wir mal Blumen wieder hier rein. So. Ja, Pilze auch. Ja. Der kommt vorne hin. Oder machen wir die Pilze jetzt auch hier hinten hin. Dann haben wir schon mal ein paar Sachen hier raus. Pilze. Ja, Pilze. Knopf. Pilze. Ja, okay. Dann auch wieder leveln. Hä? Wir brauchen wieder Level. Und Wolle kommt hier rein. Schwarzeichen kommt hier rein. Ja. Dann pflanzen wir mal den Ork an, Italien Ork an. Zum Beispiel hier. Aber das sind vier. Wir haben vier. Das ist, glaube ich, ein Vierbaum. Der sieht richtig geil aus, majestätisch.
Ja, ist genau der gleiche. Ich brauche die anderen Sorten. Mist. Das ist nicht so gut. Day. Also, wir machen eine Axt und wir machen ein Schwert nochmals und eine Schaufel. So, und was machen wir jetzt? Nochmals in den Wald gehen, Pokémon jagen oder das Haus weitermachen? Da mache ich dann eine extra Folge oder in einem Livestream dann. Ja. Aber dieses Holz finde ich so geil. Wir müssen eventuell den Baum halt nochmals fällen. Und nochmal anpflanzen. Okay, es geht noch. Oh, gut. Ich suche mir die Setzlinge. Bitte, Tropensoße, Setzling. Es ist einfach ein orangeres Akazienholz. Aber ziemlich schön. Schade, dass die Texturen nicht übernommen werden. Das ist immer geil. Zum Dekorationszwecken ist doch das mal übelst genial. So. Gut. Jetzt haben wir hier halt auch einen Wald vorne dran. Hier muss sowieso eine Türe rein. So. Ja, jetzt machen wir zuerst mal noch Jagd auf ein paar Pokémon. Und dann müssen wir einen PC machen. Und ja, noch ein Healing Station. Ja, ich möchte aber keine Vögel, ich möchte Käfer. Hallo. Da hat es irgendwas. Irgendjemand hat geschrien. Ein Pokémon. Vogel-Pokémon. Muss hier irgendwo sein. Ich finde es nicht. Ah, man hört es doch gut. Ah, Schwalbini ist hier. Und Praktibalk. Park. Ein Praktibalk, oder? Ja, Balk. So. Wir müssen in den anderen Wald gehen. Ja, ne, ist schon extrem groß. Ah, ja. Boma, Boni. Weißt von ihm nicht viel aus. Giftstachel. Ist nicht sehr effektiv. Ja, vielleicht weil es auch Gift ist. Allem das schützt sich selbst. Kein Schutzschild vor mir. Okay? Kein Schutzschild. Nochmals ein Schlag. Nochmal ein Schlag. Nicht immer schützen. Schutzschild ist einfach zu OP, wenn man mit dem Pokémon angreift. Ja, gut. What the fuck? Verzweifle. Okay, keine AP mehr gehabt, deshalb Verzweifler eingesetzt und sich selber getötet dadurch. Danke. Wieso la lassen sich Pokémon so schwer fangen, wenn man einfach keine Möglichkeit hat, sie irgendwie unter Ding zu tun? Ich fange dich nicht nochmal.
Und so macht's. Gut, ja, ist wirklich toll. Wir müssen einfach schnell irgendwie Low Life machen können. So, jetzt. Bitte. Ich habe nicht so viel Möglichkeiten mehr. Wieso kann das immer noch so leicht ausbrechen? Ist das so ein OP-Pokémon? Das ist ja eine Vorentwicklung, oder? Boomerdame gab es früher als Boomer. Ich hätte es vergiften sollen. Okay. Ich glaube, ich mache die Fangchance. Also ist ja Wahnsinn, ey. Diese Verschwendung von Pokébälle. So viele Schmetterlinge. Oh. Ja, also. Als erstes machen wir den PC. Der PC funktioniert mit Aluminiumblech und Aluminiumblech macht man wie? Zeigt mir doch, wie man die macht. Ich glaube, ich weiß, wie man den Hammer. So, dann eine Redstone-Lampe, Glowstone, Redstone. Machen wir doch gleich zwei, wenn wir schon so viel Glowstone haben. Da. Jetzt machen wir noch Redstone-Glasscheibe. Glas haben wir irgendwo hier reingetan. Hier Glas? Haben wir das Glas reingetan? Also ich weiß, dass ich es rausgenommen habe. Aber wohin habe ich? Ah, hier. Sieht es gar nicht. Glasscheiben. So. Und da eben auch noch dieses Aluminium. So geht's nicht mit dem Hammer zusammencraften. Wie macht man Aluminiumblech? Das ist die größte Frage des größten. Muss man das hier rein tun? Und mit dem Hammer nochmal schlagen. Ja, geht doch richtig. Funktioniere. Ein einziges. Ah, oh, man muss jetzt wirklich alle. Wenn es nur auch richtig gehen würde, braucht halt mehrere Schläge. Ist natürlich klar, dass man da so lange braucht, bis man endlich fertig ist. Muss auch noch ein bisschen verbessert werden. Ist doch unnötig, so lange zu brauchen müssen. Ja, habe ich noch etwas zu erzählen? Ja, ich habe eben sehr viel geplant, jetzt zu bauen. Und ich müsste jetzt echt mal Zeit haben zu bauen. Und deshalb mache ich wahrscheinlich bald eben Livestreams. Kann halt nicht so mit euch diskutieren, weil ich nicht immer schauen kann. Aber mal gucken.
Ja, dazu muss es mir halt auch ein bisschen besser gehen. Ich habe immer noch schwere Kopfschmerzen, Migräne oder so etwas. Und das ist natürlich schon ein bisschen nervig. Wenn man dann immer leisten muss, immer Gedanken haben muss. Muss ich nur noch mal schauen. Glas um. Okay. Ah, Redstone geht. Und wieder Redstone. So, das Wichtigste haben wir. Jetzt machen wir das aber auch an einem guten Platz hin. Ich denke, ich mache das hier so in der Ecke. So. Jetzt können wir gleich mal kurz die wichtigsten Pokémon rauslegen. Also ich möchte ja unbedingt das Koppel im Team haben. Und das, Samurzel für eventuell. Ja, ich will einen Knilz haben. Ich muss einen Knilz finden. Ja. Ja. Ich glaube, das entwickelt sich zu Pudox, oder? Der da. Machen wir Feuerriegel rein. So. Weil ich schaue schon, dass es so interessant wie möglich ist. Bampel unbedingt. Trainieren irgendwie. So. Und ja, dann einfach ein fangende. Ja, wo man besser fangen kann, Pokémon fangen kann. So, dann das rein tun. Also das Benutzen für das. Ja. Genau. Ja, jetzt können wir eigentlich nochmals in diesen Wald gehen. Okay, der Baum ist schon gewachsen, aber nur ein breit. Gibst du Setzlinge? Wir setzen nochmals zwei einzelne hin. So. So, wo ist der Wald? Ja, in die Richtung. Ja, wir werden halt mal schauen, ob es mit dem Pudox geht. Ich hoffe, es ist ein Pudox. Wir können ja gleich mal versuchen. Aber wir müssen das vielleicht in der Nacht machen, wenn es zu Pudox wird. Aber ja, es muss halt zuerst nochmal sich entwickeln. Ich weiß es nicht, also ich kenne mich nicht mehr so aus mit der dritten Generation. Aber das war doch damals so. Ich hatte nämlich immer nur Papinella, ne? Oh, die Duckente, die Picolente, genau. Hat die einen Schwimmring? Lol. Ja, das ist vierte, fünfte Gen, vor allem nicht meine Gen gewesen. Pride of Madeira. Cool. Knofenser wäre doch auch noch etwas, aber noch nicht jetzt. Ich will ja jetzt eben eher noch Käfer-Pokémon fangen, oder? Also eher Käfer-Pokémon einsetzen. Habt ihr eigentlich noch einen Gegenpart, einen guten, zu Käfer? Welcher Chip ist auch noch relativ schwach und low-level? Ich brauche unbedingt noch einen zweiten Typ, der wie Käfers ist.
Ich kenne eigentlich nur, ja, Fae sind relativ kleine Pokémon. Und ja, eigentlich sonst eben eher nicht. Also Käfer ist immer noch der Anfängertyp Nummer 1. Ja, werden wir dann sehen. Weil ich will noch ein Ding haben. Einen Konkurrenten, also so ein, ein Schurkenteam, was gut zu Käfer passt. Nicht so wie Pflanze oder so, so ganz ähnlich ist. Ja, Gift. Ich denke, ich nehme Gift, wenn ich jetzt schon was höre. Aber wie soll das Team denn sein? Soll es denn ein bestehendes sein oder ein nicht so bestehendes? Ein neues. Ich würde ja so gerne so Cowboys oder so nehmen. Weil wir haben hier ein Savannenbiom. Und wir haben einfach damit auch so ein bisschen Schurken-Feeling. Einfach so Cowboys. Und die wären dann. Was wäre ein Typ? Feuer? So, Feuer würde eigentlich sehr gut passen, aber. Eigentlich könnte ich wirklich ein Schurkenteam mit Feuer machen. Einfach mit schwachen Pokémon am Anfang. Ja, werden trotzdem noch stark sein, vor allem die Starter. Okay. Das gleiche wieder. Spawn noch zu wenige Pokémon. Muss die Spawnrate noch höher stellen. Wir müssen immer zu lange suchen. Ja, gut. Können wir nichts machen. Ah, Salem. Kann ich gar nicht. Kenne ich jetzt nur aus dem Mod Asalem. Vielleicht heißt es auf Deutsch Asalien oder so. Tampons. Tampa. Mit was eine Tampons? Das ist eine Hand? Ah, das ist Griffel, oder? Griffel! Zeigen Sie sich! Kuff! Das habe ich noch nie gesehen. Ist es ein neues? Ja, Griffel macht nämlich gar nicht so und das hat andere Hände. Okay, interessant. Oh, Killer-Ratzfatz. So, Snubbull, du musst mal rauskommen. Hallo? Wo bist du? Nein, nicht Yawgriff angreifen. Wieso greifen die Pokémon jetzt wieder an? Spawning. Ja, steht nirgends. Was ist das Läufer-Spawn? Ah, Verkäufe. Ja, toll. Ja, gut. Ja, möchte ich, aber. Spawn-Level nach Entfernung. Machen wir mal an. Vielleicht finden wir jetzt mehr Käfer-Pokémon.
Spawnrate mache ich hoch. Mache ich diesmal auf einfach blank 500. Was verdoppelt. Spawn Ticks ist eigentlich auch gut. Spawn Chance. Aber jetzt bei allgemein ist es, glaube ich. Fotos, ne. Ich finde. Ja, wir haben uns wahrscheinlich nur abgeworfen, das hat das Ding. Aber bei den Spawnen funktioniert es ja nicht. Also jetzt bitte nochmals rauskommen und nicht sterben wegen reinglitschen. Du bist so groß. Du bist noch zu einem riesen Vieh, hey. Oh, Skoppel dafür. Ich muss mal ein bisschen wachsen. Ist ein bisschen zu klein. Aber sieht schon echt süß aus, nur ein bisschen. Ja, verschwommen. Unscharf. Oh Gott. Okay. Hat sich noch nicht so viel geändert. Weil die Lam möchte ich ja eigentlich auch fangen. Ja, würde ich gerne. Aber Skoppel ist natürlich der Hulk. Ha, Hulk Skoppel. Die neue Filmreihe über einen Osterhasen, der Anabolika genommen hat. Psiao. Urmi in Gelb. Ist aber kein Shiny, es leuchtet nicht. Was ist denn an dem falsch oder richtig? Entwickelt sich das in ein anderes Pokémon? Dann haben wir zwei Bormis gefangen heute. Was auch wird da drin bleiben. Ja, okay, sehr gut. Also dann haben wir auch ein spezielles Bormi noch. Vielleicht ist es auch nur ein Grafikfehler, aber ja, mal schauen. Ist nur Bull. Nochmal ein Bull in Rose. Was ist denn genau Ding? Das möchte ich jetzt nicht fangen. Wuffels wollte ich doch noch fangen. Ah, da habe ich schon, ne? Nein, habe ich noch nicht. Haben wir noch nicht gefangen. Ja, nicht so erfolgsträchtig. Finde ich schade, dass wir jetzt gerade hier echt auch zu wenig Pokémon haben. Die spawnen. In anderen Gebieten ist es dann wahrscheinlich wieder zu viel oder so. Mehltank, du gibst aber sehr viel Milch, hä? Oh je. Dieser Riesenunterschied, die sie einfach in der neuen Version eingefügt haben, ist einfach gewaltig. Ja, leider nichts mehr. Also ich werde auf den nächsten Part noch ein bisschen angeln und eventuell gegen Monster nochmals kämpfen. Ich habe ja jetzt wieder ein Schwert und Rüstung haben wir auch unten herum. Und ja, dann machen wir eine Baufolge wieder, einen Baustream dazwischen. Ich denke heute Abend sogar schon. Ein Baustream. Ich denke schon. Nachher Last Epoch leisten. Könnte ich machen. Ja, momentan kommen recht viele Zuschaueranfragen. Also, mach
machst du, wieso machst du das nicht mehr oder so? Ja, wieso leistest du nicht mehr? Ja, das haben viele halt jetzt verpasst und tut es ja auch leid, aber ja, das ist halt echt ein bisschen schwer. Ich sollte meine Grafikkarte noch einbauen und eventuell kann es sein, dass ich, wenn ich die einbaue, dann einfach der PC gar nicht mehr geht und ich dann ein Problem habe. Ja, immerhin kann ich dann mit euch noch kommunizieren, nur eben nicht mehr aufnehmen und livestreamen. Das ist mir ein bisschen zu schade. Oder? Deshalb muss meine Grafikkarte noch ein bisschen warten. Naja. Vielleicht bekomme ich doch bessere Hilfe daneben. So, das war wieder ein bisschen längerer Part, merke ich gerade. 5 Minuten länger. Aber, ja, war auch interessant mit dem Burma, Burmi. Mit den zwei Burmis sogar. Jo, bis zum nächsten Part. Tschüss, euer Drago Basler.